Herzlich willkommen bei Nichts Verzeihen. Peter Fragen immer noch bei der Serie Global Projekt und Change Management Schwerpunkte. Rette die Welt, richtet sich ein bisschen an die Fridays for Future Generation, wo ich meine, wenn ihr das wirklich machen wollt, dann braucht ihr und ihr wolltet da auch was verändern, wollt da in einer Firma oder in Nichtregierungsorganisationen was verändern, dann braucht ihr eine solide Ausbildung und ein Studium wie dieses. Sparkassenbetriebswirt reicht nach meiner Auffassung nicht auf, um Gesundheitsminister zu sein. Das mal hier ganz deutlich zu sagen, ich ärgere mich jetzt schon ein ganzes Jahr hier über diesen Vogel. Aber gut, denn das Thema, was ich heute hier habe, ist bei Global Project Management, ist Gesundheit und Wohlbefinden. Wenn ihr das hier macht 4 Jahre, dann seid ihr besser vorbereitet auf den Job als eine andere Person, die immer rumspannt. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen darauf ein. Wir haben eine sehr stark steigende Weltbevölkerung. Pandemien, wie sie jetzt da sind, werden immer eine ganz große Rolle spielen. Wobei in den Ländern der dritten Welt oder in den Regionen mit dem riesigen Bevölkerungswachstum noch ganz andere Probleme da sind, die über den Sauberkeitsstandard und so weiter kommen. Das heißt, man muss also erstmal natürlich die Todesfälle durch die übertragbaren Krankheiten reduzieren. Das ist vollkommen klar. Aber gleichzeitig muss auch eine Gesundheitsvorsorge da sein. Es muss ein Zugang zum Gesundheitswesen da sein. Das betrifft jetzt zum Beispiel im Moment natürlich, dass die Beatmungsgeräte überall da sein müssen, wo keine Beatmungsgeräte da sind, wo kein Sauerstoff da ist. Da ist natürlich vollkommen klar, dass da die Leute mit einem schweren Verlauf es schwieriger haben. Ja, und von daher ist dieses Global Projekt und Change Management, wenn man das Wachstum der Erdbevölkerung sieht, wenn man die Erderwärmung sieht, mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Wohlbefinden liegt das natürlich aktuell in der Krise genau 100%ig richtig. Da kann ich jetzt nicht stören, Corona, 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 weil das ist ja dazu da, Corona im Grunde genommen abzuschaffen. Ersten 2 Jahre sind Grundlagen. Ihr geht im Grunde genommen dazu über euch in Wissenschaft, Forschung, Theoriebildung und so weiter, all die Grundlagen zu erarbeiten. Danach im dritten Jahr geht ihr dann in diesen Schwerpunkt rein, schreibt da auch Arbeiten zu, macht Projekte. Im vierten Jahr geht ihr noch ins Ausland und seid dann nach 4 Jahren mit diesem Fachhochschulstudium im Bereich Global Project und Change Management, Gesundheit und Wohlbefinden, zum Beispiel besser qualifiziert als ein Gesundheitsminister der Bundesrepublik Deutschland. Das war's.